glaube, hier muss ich noch nicht mal ganz nach unten gehen. Mit den Bricks. Und keine Angst, also das ist jetzt hier erstmal so ein bisschen provisorisch. Also komplett aus Stonebricks, also total langweilig soll das hier definitiv nicht werden. Denn wir haben ja auch den Schüsselmod drin. Mit dem können wir ja so die Steine mal so ein klein wenig verändern. Wobei wir eigentlich wirklich mal ganz kurz gleich gucken könnten, dass wir uns einen Schüssel machen. Und dass wir mal schauen, womit wir das denn hier nochmal ein bisschen, also ein, zwei Akzente reinsetzen können. Weil es gibt nämlich auch sehr schöne Cobblestone-Texturen jetzt. Danke, Schüssel. Schüssel, sei Dank. Yeah. So. Eine Reihe noch und dann sollte das eigentlich... So. Meine Güte. So. So, so, so. Toll. Nein. Bastel, lass dahin. Nein, dahin. Hilfe. Die Steine mobben mich. So. Ja, das sieht ja auf jeden Fall schon mal um einiges besser aus als dieser ganze Dreck da unten rum. Ach ja. Nee, 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 nee. So, dann muss ich hier noch die Schlucht einmal zukleistern. So. Na Jungs, alles klar bei euch. Ach nee, ihr brennt ja. Los, fallt in die Schlucht und sterbt. Entschuldigung. So. Wobei eigentlich könnten wir aufgrund der Masse von der ganzen Erde, könnten wir uns eigentlich mal eben auch einen Excavator bauen. Ich weiß, was gut ist, wir bauen uns beides. Wir bauen uns einfach beides, weil wir es können. Wir können es einfach. So. Mal eben hier oben zumachen. Oh, dann können wir gleich mal schauen, was unsere Steelproduktion macht. Was bruddelt hier eigentlich so vor sich hin? Achso. Ha, hi, na, alles klar bei dir? Du brauchst Kohle. Hab schon verstanden. Dann holen wir mal eben ein bisschen Kohle. So. So, 16 Steel nehmen wir mal mit. So, Steel können wir hier gleich mal reinschmeißen. Wie viel Steel haben wir jetzt eigentlich? 143. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das nimmt hier so langsam echt mal Gestalt an hier. So, ich hätte aber ganz gerne mal ein paar Apples. Ein paar Apples. Ach, nee, jetzt sag nicht, ich hab die da hinten... Oh, shit, ich hab die da hinten reingeschmissen. Und irgendwie tut sich da gerade nichts. Kann das sein? Doch, da tut sich doch was. Sehr schön. Brauchen wir doch da jetzt erstmal nicht hin. Jetzt hätte ich gesagt, ach, wir können ja mal eben wieder einen Ausflug da hinten hin machen. So. Achso, hatte ich dir jetzt eigentlich die Kohle reingespissen? Ja, hatte ich. Sehr schön. Danke. So. Dam, 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 dam. Na, na, na. Dam, dam, dam. Bam, badam. Dam, dam. So. Sieht ja schon mal sehr schick aus. Zumindest ich mag das mit diesem Oakwood und hier an den, mit den Akzenten an den Ecken. Und ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. So. Aber eigentlich könnten wir das sogar so ein kleines bisschen eingebuddelt lassen, oder? Wenn wir das so lassen und da oben jetzt doch ein oder zwei Etagen draufbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, oder? So, jetzt natürlich die Frage, setze ich das fort mit den Oakwood-Ecken? Ha, ha, Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. So, wir bauen uns erstmal einen Schüssel. Peng, aus, aus die Maus. Aus die Maus, oh ja, zieh die Maus aus. Oh ja, eine hübsche Maus hast du da. So, schisseli dizzeli. Wo ist das Schüsselwerkzeug? Schüssel, da haben wir es ja. Schüssel oder Carpenter's Blocks? Ich glaube, das ist das richtige Schüsselchen. Gut, dann bauen wir uns halt erstmal ein Iron Plate. So, zufrieden. So, rein damit. Toll, jetzt habe ich keine Sticks, wa? So, gut, dann machen wir uns eben noch ein paar Sticks. Als hätten wir sonst nichts zu tun hier. So, Schüsseli Dizzle. So, wäre das war jetzt der richtige? Oh, es war sogar der richtige. Ist das cool. Kann ich da eigentlich auch andere mitmachen? Nee, kann ich leider nicht. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal. Ah, was haben wir denn hier Nettes? Mossy Stone Bricks? Nee, danke. Cracked Stone Bricks? Nee, Schüssel. Schüssel. Nee.
Was haben wir hier noch so? Disordered Stone Panels in a fancy arrangement. Wie sieht denn das aus? So. Ich würde hier nämlich ganz gerne einen kleinen fancy, einen Boden reinbasteln. Aber das ist nur echt nicht so mein Geschmack. Stone Snake Block Body. Okay, Stone Bricks. Oh, nee, Stone Bricks. Stone Panel? Panel? Wie jetzt Panel? So. Ach so. Was haben wir denn hier so an Marble jetzt eigentlich? Toll. So viel ist das jetzt aber irgendwie auch nicht. So, wie sieht das aus? Das sieht irgendwie relativ Mist aus. So. Marble Bricks. Oh, Marble Bricks könnten sogar ganz fancy aussehen, oder? Oder auch nicht. Wobei... Okay, gut. Also es gibt definitiv zu viele Varianten von... So. Marble Block. Ja, das könnte eventuell auch gar nicht so schlecht aussehen. Wir können ja mal eben hier mal so ein kleines bisschen damit auskleiden. Mal gucken, wie das auf einer größeren Fläche wirkt. Vielleicht ist das auch einfach nur auf der kleinen Fläche einfach nur so klein wenig. Oh ja, auf einer großen Fläche sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Und dann bauen wir da mit diesem Vulkangestein können wir da noch so ein, zwei Akzente reinsetzen jeweils. Wobei ich schon fast am Überlegen wäre, das nicht vielleicht sogar andersrum zu machen. Was meint ihr? Ach, ihr könnt mir gerade auch nicht weiterhelfen. Aber bis ihr die Folge seht, das ist schon wieder... Ach ja, da sind schon wieder 1000 Tage dran vorbei. Das ist natürlich jetzt wieder... So, wir gehen jetzt erstmal da hinten schauen, was da jetzt Sache ist. So. Ja. Der macht nicht weiter, weil du hast Energie. Allerdings, das Ding ist voll, dachte ich mir schon fast. So. Weil die Barrel, die ist voll. Achso, komm mal her. Komm mal her. Wir machen jetzt mal versaute Schweinereien. Hey, kommst du wohl her? Hey, komm mal her. Deine Kiste, komm mal her. Oh, Affe, komm mal her. Ah! Komm mal her. Da, friss. Ah, toll. Wie viel Platz hast du noch? Wie viel... Nein, komm her, komm nur. Kommst du wohl her, bei Fuß. Kommst du wohl her. Nein, 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 lauf doch nicht weg. Komm her. Lass doch die Sapling sein, Mann. Komm her. Du hast Wichtigeres zu tun. Achso, du kannst nichts anderes mehr aufnehmen. Das ist natürlich doof. Ey, komm her! Komm her! Ach toll, jetzt habe ich die ganzen Saplings hier wieder. Oh Mann. Ganze Saplings, Mann. Nein! Nein, kommst du wohl! Dusselige Kiste, dusselige Kiste, dusselige Mistkiste. So. Was? Nein, komm. So, ein noch. Danke. So, und ab weg hier. Wobei, theoretisch, wenn wir die Settings hier reinschmeißen. Nein! Jetzt habe ich... Nein, oh, doch nicht. Sehr schön. So. Kiste, mitkommen. Hey, kleine Kiste. Komm, trau dich. Sie kommt wieder nicht mit. Sie kommt wieder nicht mit. Wo bist du? Komm. Spawne. Na komm! Sag mal, was bist du eigentlich immer so aufgeregt, hä? Meine Güte, ey. Hallo, geht's noch? So. Es sind. Komm! Danke, so. Gib mal alles her. So. Oh yeah. Auf jeden Fall, Holz haben wir jetzt erstmal genug. Nehme ich ungefähr 3900.
über 3900. So, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück, machen die Barrel leer. Und dann... So, Magnet Mode an. In der Hoffnung, dass die Kiste dann nicht ganz durch die Gegend rennt. Ah, falsch gedacht. Okay, gut. Komm mal her! Okay. Kommst du mal bitte her? Danke. So. Muss ich mal eben hier... Ja, sehr schön. Nein, friss das! Friss das Holz! Ach, wobei, so ist sogar schon fast einfacher. So, okay, gut. Dann möchte ich noch ein paar Äpfel haben. Danke. So, die Saplings schmeiße ich da rein. Fehlt da jetzt noch? Zwei Stacks. Passt. Es läuft. Es läuft. So. Haben wir wenigstens die Barrel schon mal wieder leer. Ich glaube, dann haben wir, wenn die Barrel voll ist, tatsächlich über zwei Barrels an Holz. Das könnte wirklich erstmal so für den Anfang reichen, glaube ich. So. So, 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 so. Dann die Stone Bricks können wir doch mal wieder reinschmeißen, glaube ich. So. Malek. Wow. What the fuck? dann. Nein, es regnet. Nein, ich will nicht, dass es regnet. Hör auf damit. Nein. Please, hör auf. Hör auf damit. Nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht, dass es regnet. Denn das finde ich so überhaupt nicht cool. So, nein, wir schauen jetzt mal erstmal. Wenn wir jetzt erst einmal... was ist das eigentlich? Was ist da für ein Kopf drauf? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, kriegen wir da eventuell Informationen drüber, wenn ich die mal in die Tool vorschicke? Ah! Irgendwie habe ich immer so Angst, wenn das Vieh auf mich zugerannt kommt. So, schauen wir mal. Was zeigt es uns an? Okay, Mining Speed. Ja, 5.2. Mining Level, Obsidian. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich so, was ich jetzt ganz gerne hätte. Aber okay, gut. So, Kiste. Kiste wird eingepackt. Komm her. Sehr schön. Und dann schmeißen wir mal dahin. So, und dann holen wir uns mal ein bisschen Marble. Marble, was wir da hinten hatten. Und ein wenig... Oh, wir könnten da oben... Nee, gucken wir nicht. So Marble, Marble, Marble. War doch, wenn wir hier... Hier war doch irgendwo so ein komischer Berg, oder nicht? Hallo, Berg. Da hinten ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. So, wenn mich jetzt hier alles täuscht, war doch hier irgendwo Marble. Marble. Da haben wir es ja. Oh yeah. Marble, komm zu mir. Ah, toll. Also irgendwie habe ich mir das ein bisschen umfangreicher vorgestellt hier. Okay, gut. Ja, wobei, ist ja noch nicht vorbei. Ich und meine große Fresse ist ja noch nicht vorbei. Irgendwo hatten wir doch hier aber ein größeres Marble-Vorkommen, oder nicht? Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Auf meine alten Tage, meine alten, alten, gebrechlichen Gedanken... Oh, Marble! Wuhu! Durch Zufall mal auf die Karte geguckt gehabt und zack, bam, voll was gefunden. Ach ja, guck mal, das ist mal ein Marble-Vorkommen, was sich lohnt, behaupte ich jetzt mal. So, so, sehr schön. So. Lana, Eusimim können wir auch noch mitnehmen. Ach, guck mal, hier ist ja noch viel mehr, was wir mitnehmen können. Das ist ja cool. So. Pickaxe haben wir auch. Na, 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 na. La, di, da, da. So. Immer schön das Marble mitnehmen. Ich denke mal, davon werden wir noch jede Menge brauchen, weil ich würde sowieso ganz gerne am Erdgeschoss, also an der aktuellen Ebene, wo wir jetzt sind, würde ich sowieso ganz gerne nochmal ein, zwei Änderungen dran vornehmen. Ich meine, so ein Winkelbungalow ist zwar was Feines, allerdings, wenn es besser geht, dann kann man es auch ruhig gleich besser machen. Denn ich habe beschlossen, wir werden erstmal vorübergehend hierbleiben. Also, fürs Erste.
Denn natürlich könnten wir uns da jetzt ein Häuschen hinsetzen und dann umziehen. Aber wisst ihr was? Wir können uns aber jetzt hier auch ein richtiges Häuschen hinsetzen. Und hier mal so für ein paar Folgen wohnen, finde ich. Weil, warum sollen wir jetzt schon wieder umziehen? Die Folge, das ist also... Na! Ah!